Ich übernachtete in Meißen, um einen kleinen Stadtrundgang zu machen und am nächsten Tag die restlichen Caches im Eichhörnchengrund zu holen. Am Parkplatz an der Elbe gibt es auch einen Stellplatz für Wohnmobile. Ich parkte allerdings auf dem normalen Parkplatz. Hier im Eichhörnchengrund. Hab wieder hier geschlafen, beziehungsweise in Meißen, das ist 3, 4, 5 Kilometer weiter. Und dann bin ich noch mal eine kleine Runde durch Meißen gegangen, hab beim Bäcker gefrühstückt. Und jetzt will ich mal den Rest holen. Und hier haben wir wieder den Baum mit dem Multi. Das liegt dort drin. Thank you.
gleich der nächste kommt. Durcheinander. Ich habe gerade da hinten gesucht, weil da hinten mein Handy die nächste Entfernung anzeigte. Das ist doch hier vorne, wo ich zuerst abgebogen bin. Haben wir aber hier auch alle gesucht, überall. Was ich natürlich nie beachtet habe, die Zahlen 12. Was war das? Nummer 15. Vorhin hatten wir irgendwo eine 4. Mal sehen. Der nächste ist jetzt mal etwas weiter weg. 350 ungefähr Meter. Hier stand auch ein Listing, man soll sich dann erstmal in Ruhe das Finale ausrechnen. Da ich aber jetzt die Zahlen mit den Fallschirmen nicht beachtet hatte, ich hatte eher dann noch den Fragen erwartet, wie bei den ersten zwei, die ich gefunden hatte. Zum Thema Eichhörnchen. Zahlen habe ich jetzt gar nicht verfolgt genommen. Also haben wir einen Grund, die Runde nochmal zu laufen. Blinden noch mal zu blind durchgebogen. Auf alle Fälle haben wir hier erstmal einen schönen Blick. Hier hinter mir muss theoretisch der Cache versteckt sein. Und ich bin hier schon drei Runden in den Bandbereich. Hinweis, der drauf steht, nicht klettern, weil es nicht hier. Als Geocacher steckt man ja gerne mal den Finger irgendwo rein.
Hat mir nicht festgestellt. Und wenn hier steht eine Sprengung, müsste es ja mehr finden sein. Kannst du die Sprengung nicht sehen? Hier. Hier noch doch viele Schwärme. Schau, hinter mir ist die Nummer 19 gewesen. Genau als ich ankam, geht hier einer mit seinem Hundefänger, setzt sich auf die Bank und macht hier Mittagspause. Da will ich jetzt natürlich nie warten, bis der mal sich auskäst. Und um den drumherum springen, will ich jetzt auch nie und das Ding suchen. Naja, mal einen Umbogen fahren, ist ja direkt an der Straße, da kann man mal hier halten und die Dose holen. So, hier haben wir einen alten Baum. Hier steht was im Lichting von einem Haken, der als Bergehilfe gedacht ist. Den man nach dem Locken wieder versenken soll. Na, hier gibt es eine große Hüllung, habe ich aber noch nichts ertasten können. Also, ich werde jetzt hier aufgeben. Tja, ich habe ja schon zwei Runden gedreht. Das wäre die Nummer 1 von der Runde. Ich habe noch nicht gefunden. Jetzt habe ich nach dem Hinweis geguckt. Steht da nicht an Bäumen suchen und Magnet hilfreich. Bleibt ja eigentlich bloß noch der Papierkorb oder diese Bank. Gut, hier könnte man mal drunter gucken. Was ich jetzt noch gefunden habe, allerdings 20 Meter von den Koordinaten weg, ist das Ding hier. Den Deckel kann man abschrauben. Jetzt habe ich meinen Magneten aus dem Rucksack geholt. Ich habe hier so einen Startmagneten. Und jetzt probieren wir mal, ob man hier drinnen was findet. Nö. Nicht. Oh, da hier nur ungestört. Lass mal die ganze Sache.
Ja, nachdem ich beim letzten Mal hier Gelbisch gesucht habe, komme ich doch hier zufällig jetzt vorbei. Ich habe ja schon ein bisschen danach geguckt, habe aber dann keine Lust gehabt, jetzt weiter zu suchen. Aber ich komme hier vorbei und sehe dann. Zwei Stück, die 1 und die 20. So, jetzt haben wir die Runde zumindest von der Runde her voll gelaufen. Zwei Cash fehlen mir. Achso, ne, drei. Die 9. Mit seinem Hundefänger gerade Paul Mittagspause machte. 20 fehlt mir, das war dieser dicke Baum. Und die 1, die habe ich einfach nicht gefunden. Diese Müllkarten. Hier in dieser Gittertür wird der Einlass sein, wenn hier angestaut ist. Und dann geht das runter.